Das Leben von der Esther Fasnacht hat sich komplett anders entwickelt, als sie sich das vorgestellt hat. 12 Jahre hat sie mit ihrer Familie in Papua-Neuguinea gelebt. Ihr Mann ist leidenschaftlicher Buschpilot, doch dann stürzt er mit seinem Flugzeug ab und stirbt. Nach einem Unfall, oder als wir frisch hier in der Schweiz waren, bin ich sicher regelmässig und häufig auf das Grab gekommen mit den Kindern. Gerade am Anfang war es schon happy. Immer wieder mit der Realität konfrontiert zu sein, dass das wirklich eine Tatsache ist. Also das ist wirklich passiert. Mein Mann ist wirklich nicht mehr da. Und ich habe mit 36 jetzt ein Grab, das ich dazu schauen muss. 14 Jahre ist der tragische Absturz von Esthers Mann Pierre nun her. Bereits 1994 waren die beiden gemeinsam nach Papua-Neuguinea ausgewandert. 3 Wochen nach der Hochzeit sind wir abgeflogen von der Schweiz. Zuerst nach Australien, wo mein Mann noch die fliegerische Ausbildung fertig gemacht hat. Und nachher, nach 7 Monaten, sind wir nach Papua-Neuguinea übergeflogen. Mein Mann hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er mich gerne dabei hat und dass wir ein Team sind, dass wir das zusammen machen, dass er eigentlich ohne mich das nicht machen wollte. So. Alleine als Pilot fliegen auf Papua-Neuguinea. Es wäre nicht seine Vorstellung gewesen, dass er das wollte. Esther und Pierre verbringen 12 glückliche Jahre im Land. 4 Kinder werden geboren. Aufgabe, Alex. Was ist es? Ja, für das Snowboard, weißt du. Aha. Meine Kinder sind sehr multikulturell aufgewachsen. Sie haben zusammen mit einheimischen Kindern gespielt und haben da so die andere Sprache, also Englisch gelernt und Pidgin, die Landessprache. Ja, und haben sehr ein freiheitliches Leben gehabt. In Papua-Neuguinea, das ist ein Paradies eigentlich. Pierre fliegt für die MAF, die Mission Aviation Fellowship. Er transportiert Lebensmittel, Personen und medizinische Notfälle. Doch eines Tages geschieht das Unfassbare. Pierres Flugzeug wird vermisst. Dann kam eben schon das Telefon, dass sie das Flugzeug gefunden haben. Und das dritte Telefon war nachher, dass er den Unfall nicht überlebt hat. Dass er verstorben ist. Im ersten Moment war ich so hässig auf Gott. Und zwar nicht, dass er das an Pierre antut, sondern dass er das mir antut, uns antut, meinen Kindern antut. Am ersten Abend, als er nicht mehr kam, haben wir wie immer unser Gute-Nacht-Ritual gemacht. Ich habe mit den Kindern gebetet. Wir haben unter Tränen ein Gute-Nacht-Lied gesungen miteinander. Und auch wenn meine Stimme manchmal versagt hat, ich habe es probiert, wie durchzuziehen. Das ist so der allgemeine Alltag, dass der wirklich weiterläuft. Aber ich hatte sehr viel Unterstützung gehabt. Einfach so wirklich, dass wir so sind. Gehalten von Leuten, die uns zu der Seite gestanden und gesagt haben, ihr seid nicht alleine. Ich habe Gott wirklich nicht so verstanden. Und ich habe aber gewusst, er ist da und er ist irgendwie indirekt oder direkt mitverantwortlich. Er hat das Unglück nicht verhindert. Aber ich spüre und ich habe irgendwie die Gewissheit, dass er mich trotzdem liebt. Ja. Das ist. Das war auch ein schönes Erlebnis. Also, in allem Schweren war es eigentlich auch ein cooles Erlebnis, weil ich einfach Gott als Realität erlebt in diesem Moment. Ja. Esther bleibt mit ihren 4 Kindern noch 3 Monate im Land, um an verschiedenen Orten Abschied zu nehmen. Dann bleibt nichts anderes übrig, als nach vorne zu schauen und die Heimreise anzutreten.
Ich glaube, das ist etwas vom Schwierigsten, was ich je in meinem Leben gemacht habe, ist, mal Tage in das Flugzeug einsteigen. Und ich war mir schon bewusst, vielleicht nicht im vollen Umfang, dass das noch lange nicht abgeschlossen ist. Also, das ist jetzt einfach ein Weg, den ich gehe. Es ist eine Reise, die ich mache. Auch emotional, in meiner Seele. Auf der Rückreise in die Schweiz kauft Esther ein großes Gemälde in einer Galerie in Singapur. Das war für mich extrem emotional, als ich das Bild gesehen habe, weil ich mir ähnlich vorkam wie die Frau in diesem Bild. Also so die Verletzlichkeit von den nackten Schultern, die sie hat. Also das Ausgesetztsein, das Element des Lebens, kann man sagen. Und ja, Perspektive in die Zukunft. Eigentlich so etwas wie der Ozean, das Unendliche, wo man jetzt noch nicht sieht, was auf einem zukommt. Und gleichzeitig hat es auch so etwas Tröstliches für mich. Die Farbe, die Wärme, die drinnen ist, vermittelt mir so die Elemente, die ich ausgesetzt bin. Sie geschaffen von einem Schöpfer, der die Elemente kennt. Wo wir nicht einfach haltlos irgendwie ausgeliefert sind. Sondern jemand, der uns auch beschützt oder seine Hand über uns hat. Hallo! Hallo! Hallo, Esther! Hallo zusammen! Hallo, Esther! Hallo! Papa! Es tut mir leid. Hallo, Mama! Hallo, Esther! Zurück in der Schweiz kommt Esther mit ihrer Familie bei ihren Eltern im Emmental unter. Hast du zu Esther? Ja. Ich hätte jetzt nie einen anderen Herren wollen als hierher. Und es war so für mich hey kommen. Also hierher zu meinen Eltern und in das Tal und in das Dorf, wo ich mich wohl gefühlt habe. Ich weiss nicht, wie das sonst wäre gegangen, wenn wir jetzt diesen Ort hier nicht hätten, wo ich auch selber eine gewisse Geborgenheit empfand. Oder? Weil das einfach für mich, das ist mein Zuhause bei meinen Eltern. Sie haben hier sehr wichtige Aufgaben erfüllt für uns. Die vertraute Umgebung und die Hilfe ihrer Eltern geben Esther den Rückhalt, dass sie sich wieder neu auf das Leben einlassen kann. Etwa zwei Jahre nachdem dass wir sie hier waren, hat ein sehr guter Freund zu mir gesagt, du kannst ja eigentlich recht gut Englisch, du solltest unbedingt noch einen Abschluss machen. Ich habe jemanden sehr Liebes aus der Gemeinde, aus der Kirche, ist mir die Kinder hüten am Abend, damit ich in die Englischkurs gehen auf Bern. Und das war dann schon so ein erster Schritt, gewesen, etwas für mich zu machen, etwas Neues anzufangen hier in der Schweiz. Heute steht Esther mit ihrer Familie wieder auf eigenen Füßen. Geholfen hat ihr auch der Sport. Hier in der Schweiz habe ich dann wirklich angefangen zu joggen und gemerkt, das ist für mich ein Ventil, wo ich ein bisschen Stress abbauen kann, wo ich auch Ängste abbauen kann. Die Vergangenheit ist wie etwas, das jetzt einfach zu mir gehört. Das ist ein Teil von mir. Im Moment, wo man so die ersten Schritte dann so macht alleine und eben ankreuzelt auf dem Formular verwitwet. Das ist geheilt. Die Sachen, die wehtun, das ist für mich geheilt. Und ich fühle mich wohl, so wie ich jetzt bin. Und sagen wir jetzt an den Punkt, eine neue Partnerschaft ist für mich, alles kann, aber nichts muss. Also ich bin wohl, so wie ich jetzt bin. Es ist jetzt heute mega neblig, oder? Man sieht eigentlich nichts. Aber man ist mit Vertrauen unterwegs. Und man macht einen Schritt nach dem anderen und es geht gleich vorwärts, auch wenn man nichts sieht. Und im Leben, denkt es mir, ist es manchmal schon so. Also, ich sehe manchmal schon nicht weiter, aber ich gehe im Vertrauen mit Gott, nehme einen Schritt nach dem anderen und zusammen mit den Leuten, die sonst noch mit mir unterwegs sind.